Ja, wir Freunde, heute wieder mal live, Nordvideo, auf Tour gewesen. Wir haben uns die Mühe gemacht, so wie Fritz Kücke es versprochen hatte, Rouladen für unsere Obdachlosen, damit sie auch mal was zwischen die Zähne haben. Ich habe mich bewogen gefühlt, diese Aufgabe mit wahrzunehmen und bin nach Fritz gefahren, habe hier Rouladen in Empfang genommen für Martina und sie zu Martina gebracht. Und nun liegt es an unseren Mädels, daraus Rouladen zu machen, damit unsere Obdachlosen in Hannover, die betreut werden von unserem Engel der Straße, auch etwas zu Weihnachten haben. Euch allen wünsche ich von hier aus schon mal frohe Weihnachten mit euren Angehörigen. Feiert ein bisschen zusammen, seid gemütlich zusammen und ein gesundes neues 2021. Da werden wir uns auf alle Fälle wiedersehen, dessen bin ich mir sicher. Und bleibt mir gewogen beim Nordvideo, euer Norbert. So. Guten Morgen, lieber Fritz. Ja, guten Morgen, Norbert. Ja, wir danken dir ganz recht herzlich. Martina wird sich riesig freuen. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, diese Rouladen zu überbringen. Genau, das sind also 30 Rouladen, Rouladenfleisch. Daraus müssen jetzt noch Rouladen gemacht werden. Nämlich durch unsere liebe Martina und vielleicht auch einen Helfer oder eine Helferin. Und ich habe noch einen extra 20er draufgelegt. Ne? Wir sind ja nicht bei der Truman Show, sondern bei der echten Veranstaltung hier. Ja? Wobei halt das für Gurken und so weiter, was man noch so für Rouladen braucht, entsprechend drin sein sollte. Ne? Und ich hoffe, dass es ihren Schutzbefohlenen, nämlich unseren obdachlosen Mitbürgern, wenigstens ein bisschen Freude bringt, in der Weihnachtszeit auch mal ein ordentliches Stück Fleisch zwischen die Zähne zu bekommen, ja, und nicht so, wie sie zurzeit von einem türkischen Bürgermeister behandelt werden, einfach rausgeschmissen, auf die Straße gesetzt werden und irgendwelche Stiftungen zahlen da zwar 10.000 von Euro von irgendwelche Unterkünfte, aber diese Hilfe kommt von unserer AfD direkt an. Und das ist erstmal wichtig, ein voller Magen ist besser als ein Versprechen auf eine Unterkunft. Also, frohe Weihnachten. Danke, Fritz, wir danken dir. Bitte. Mach gleich rein. Hier sind wir bei Martina. Jetzt erfolgt die Übergabe der Rouladen. Für unsere Obdachlosen aus Hannover. Für die dieser liebe Bürgermeister nichts übrig hat. Ja, Martina, im Namen von Fritz, alles Gute. Dankeschön. Wir wünschen allen frohe Weihnachten. Und ein gesundes neues Jahr. Ist total lieb.